sieht ein bisschen krass blau aus da unten, ne? Ich glaube, ich male das da, weil das ist ein Naturphänomen. Das passiert nur hier. Und da, wo der Strich ist, kommt das Flusswasser auf das sehr salzige Meereswasser. Und deswegen verfärbt sich dann das ganze Flusswasser bis ganz oben himmelblau. Das hattest du auch, Sarah. Krass. Gut. Dann liegt's nicht an meinem PC. So, wähle die Leinwand aus. Maus ziehen und im Aufschnitt, Ausschnitt zu ändern. Ja. Ja, nee, ich warte. Ich will die Ecke nicht haben. Warte, mach ein bisschen zu. Warte, ich gehe mal ganz weg. Danke. So, und dann. Oder durch den Bogen. Na, so. Diese kleine. Warte, so. Nein. So finde ich es ganz schön. Oh, was war das jetzt? Malen, okay. Oh. The painting is amazing! I want to try, can I have a canvas? We found enough stuff, right? Wieso hatte ich die ganze Zeit Probleme malen zu lernen? Das ging ja echt voll easy. Okay, sie ist wirklich ein bisschen motiviert. Okay, wir haben nicht genug gefunden. Material geben. Die sind viel zu wertvoll. Oh Gott, nee. Material geben, kommen wir. Yes! I'm going to use this for Miss Nika's next painting. She loves art so much. Hey, Miss Nika loves art like us. She always likes my paintings. I bet she'd like yours too. She really likes the eclipse. You should draw her that. Nika. Achso. Ist doch wunderschön, oder? Ja, finde ich auch. Gut. Hier gibt es dann verschiedene Orte dann wahrscheinlich. Gut, jetzt haben wir unser ganzes Zeug ihr geschenkt, was überhaupt kein Problem ist. Hier ist eine... Ah, die kann ich hier nicht flippen. Gut, so, Nika ist die... Warte mal. Mutters letzter Wunsch. Eine zukünftige Künstlerin. Ich habe dem Mädchen ein paar Dinge übers Malen erzählt und ließ ihr ein paar der Techniken, Materialien... die wir zusammengefunden haben, behalten. Ja. Ein junges Mädchen, genau. Hilfe einer alten Dame. Das war eine leichte Aufgabe. Achso, das war das Tagebuch. Manche Bewohner von Lindau. Achso, die da sind dann quasi die, die ich noch nicht gemacht habe. Genau, manche Bewohner von Lindau sprachen von unheimlichen nächtlichen Sichtungen beim verlassenen Turm. Sarah, ist das ein Horrorspiel? Du hast mir versprochen, dass es schön ist. Mutter wollte immer, dass ich East Shade besuche. Sie wollte, dass ich vier ihrer Lieblingsorte auf der Insel male. Ein riesiger Baum, eine Klippe, den höchsten Gipfel und den Gemeindeturm. Okay. Schön, das machen wir auch. Der fliegt ja immer noch rum. Warte, wir sprechen mal mit dem. Hey. I'm so good at flapping my wings. Hey. 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 Aren't I good at flying? Es ist so scratch. Es ist so
Du fliegst gar nicht gut. Ja, du und du bist wirklich Thanks. Gut. My dad says that I can do anything as long as I put my mind to it. Mhm. Das ist auch die wichtigste Zutat zum Fliegen. So. Wir sammeln mal noch mal ein bisschen Bretter. Vielleicht waren da unten noch welche. Was hat der hier geraucht? Das ist der Grund, warum unsere Kinder heutzutage verblendet sind. Ja. Aber gibt's hier keine Bretter mehr? Warte mal. Kann ich eigentlich ins Wasser und ein bisschen schwimmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Das Wasser ist jetzt böse. Ich kann man etwa nicht fliegen, nur weil man es will. Na, naja. Vielleicht. Probiert's aus. Oh, eine Feder. Schön. Jetzt gehen wir ja doch durch die Natur und pflücken alles. Tut mir leid. So. Ein Ast. Weswegen auch immer. Wahrscheinlich Feuer machen dann später. Und noch ein Ast. Jetzt mache ich ja doch den Gronkh. Noch eine Bubbleblase, noch ein Ast. Für was brauche ich das denn alles? Keine Ahnung, aber ich hab's. Und noch eine Feder. Also Feder wahrscheinlich zum Zeichnen. Wer bist du? Oh, da ist ein Tuch. Sehr schön. Jetzt brauche ich halt, hallo. Ah, a newcomer. In the future, Nava. If you're ever in need of carriage to Nava, I'm your driver. Ach, krass. Okay, danke. Aber ich bleibe erstmal. My ox is strong, no? Ja, also das ist schon Ochse, gell? Ja, mal. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Vor allem ja gar keinen Gespann an ihm. Voll nett. Magic. Oh, hier kann ich ja hoch, oder? Voll schön. Wie man im Hintergrund noch diesen Vogeltyp da sieht. Das wäre auch ein schöner Ausguck gewesen. Warte mal, wie. Ich brauche noch die Bretter, gell? Warte, nein. Achso, hier. Achso. Nee. Wasser. Stock. Ist ein seltenerer Freund, okay. Feder, Stoff. Weiße Blütenbeutel. Sie klingt hohl. Bist du irgendwo runtergefallen? I flew. Weiß nicht, wofür du das gebrauchen könntest. Ja, Sarah, ich weiß, dass du das schon öfters durchgespielt hast. I don't know what you're trying to do, but it's time to come down now. Ich? I saw you talking with the captain. Ah. How is she doing? Ich glaube, sie dreht durch. Sie hat dieses Schiff geliebt, ja. I don't think I've heard her talk about much else. I wonder if she'll ever recover. How have you been? Tschüss. Wie ist es dir gegangen? Gau. Verlassen Turmstoff. Lindau. After that wreck, I may just settle down here for a while. Ja, warte, Stoff. I think the dock workers use fabric sacks with the incoming and outgoing shipments. You might ask one of them. Ich konnte den doch nicht fragen. Okay, ciao. Entschuldigung. Die ist durch mich durch. Konnte ich den fragen und hab's verplant? Oder war das nicht der? Hey, die sind jetzt alle weg. Da ist der Captain. Wird's jetzt Nacht? Muss ich ins Bettchen? Ah, aha. 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 Sehr schön. Aha, aha. Oh, hi. Aha. Schon. Hi. Watch your step there. Lots of moving boxes around here. Hm. You're looking a little waterlogged. Guessing you just came in off of that ship. I think you even got some seaweed hanging from your ear.
Tobi ist so nett. Ich bin ein Frack. Na, danke auch. Ich bin ein Frack. Ich habe leider gerade auf den Chat geschaut. Was hat er gesagt? Ich glaube, wie es uns geht und so. Ich weiß es nicht. Ich müsste dann auch irgendwann mal auf Klo, aber das hat nicht so. Ich. Sag mal Hilfe. Dass du es seht. Ach so. Yeah, we all have those days, right? I mean, my dad got in a shipwreck once. He wasn't as lucky as you, though. Tut mir leid, das muss schwer gewesen sein. Ja. Oh no, he's fine. Just lost his leg is all. Now he gets to order us around even more. So, you'll probably be exploring all over, right? Would you do me a huge favor? Ja, natürlich. Worum geht's, oder klar? Ja. My brother loves raspberry-filled pastries. Loves them. He can't get enough. But raspberries don't grow here. So, he puts in an overseas order every 2 weeks. It's crazy, really. Now, the thing he hates is grape-filled pastries. I mean, we all hate them, obviously. But he hates them even more. He'd destroy them all if he could, you know? He once saw an old lady eating some, and he grabbed the box and threw it in the ocean. It was the craziest thing. Okay, so what I did was fill his raspberry pastry bag with, grape pastries. Can you imagine what he's gonna do when he eats one? He'll go insane. Is this lustig? He's always suspicious of me doing something like this, though, so it would be perfect if you could play along and act like you're a delivery person. So, what do you say? You deliver them to him? Okay, also normal, also Pranks mag ich an sich nicht, aber das, da, ja, das ist ja egal. Da tut man ja niemand weh. Das ist einfach nur geil. So, jeder hasst Trauben, ganz ehrlich. Nee, die sind toll. Ja, ich tue. Perfect. You gotta play the part though. Really make them think they're raspberry pastries. This'll be great. Here, take these. My brother lives over in Nava, so I'll meet you there in a few days, right? I'll probably be near the bakery. You just come find me and I'll point my brother out to you. Türkische Teilchen. Abgemacht. Ah, ja. Aber ganz ehrlich, also dem Bruder muss man schon Eis auswischen. Also so, die eine isst Trauben oder halt so irgendwas mit Trauben und der schmeißt es weg. Also, gut. Gut. Und was jetzt? Warte. Also in ein paar Tagen haben wir die Quest. Kann ich mit euch noch quatschen? Ich will mit euch quatschen. Hi. Hallo? Störe ich euch nicht? Ist das ein nerviges Geräusch? Nee. Okay. Dann wollen sie anscheinend nicht. Ein paar Tage ist gut. Die paar Tage ist gut. Entschuldigung. Selbst ein Pilot muss aufpassen, wo er hinfliegt. So. Kann ich mit dir reden? Nein. Habe ich eine Map? Nee. So, was machen wir jetzt? Wir könnten, wir haben ja jetzt genug hergestellt für Leinwände. So, sehr schön. Die steht auch nur da, ne? Die macht auch nichts. So. Da kann ich wahrscheinlich reingehen, ne? Also ganz ehrlich, so einen großen Stein mitten auf dem Weg, da kann man doch rüberfallen. Entschuldigung. Die haben mich so scary angeschaut. Ganz normal hier. I was still busy working this dock. It's hard, but fulfilling for me. Ich glaube, das ist eine Frau und sie ist nicht die Person, die gerade redet.
Hi. Yes, we've had quite a few shipwrecks here. There's a reef surrounding the bay, and that's what does it. It shouldn't slow down traffic too much, though. I'm just glad you all made it. Ich hatte großes Glück. I work on the docks almost every day. If you ever have any questions about Lindau, come on over, and I'll do my best to help. Ah, das ist nett. Danke. So, anderes Thema. When I was a boy, merchants came to Lindau with strange spices and soft fabrics. They haven't been back in a long time, though. Der ignoriert mich vorher. Was inspiriert Lindau heute so? Inspiriert. Ich bin voll auf der, was hier? Was importiert Lindau? We mainly get shipments of teas, grains and fabrics. And headwear of the latest fashion, of course. In any case, there's always lots of work to do around here. Ich lass dich weiterarbeiten. Nö, ich will was anderes wissen. Mach mir mal. Lindau is a nice port town, although we don't have much to export anymore, aside from bloom sacks. Now most of our tourism these days are just people passing through, on the way in or on the way out of Nava. Ich mag sein Dialekt oder Akzent. I remember playing in there as a kid. The ocean looks beautiful from the top. I wish it wasn't locked up. Locked up? Fabric. We go through loads of it. Here, these lengths are defective for shipping, but will perhaps serve your purposes. Wir haben 6 Stoffe. Die sind voll aus Stoff hier. Nice. Voll gut. Gibst du mir auch was? Ah, the traveling artist. Hi. Waren ansehen. Wir sehen uns später. Ja. Lindau. Ja, mit der haben wir mit der nicht gesprochen? It's a bit more calm than Nava. I think it's quite a nice place to relax. It's a bit more calm than Nava. Towers like that were used to send fire signals to Nava. But we don't need to do that anymore. It's a bit eerie, but late the other night, I thought I saw lights coming from inside the tower. Oh, it's probably just some kids playing a prank. Ja. Herr Flo, das hat die Meere gemacht. I lived there for a few years, working as a baker. I do miss the bustle of the city sometimes. So, vermisst sie das? Okay. Give me some space. Ich hab mich gerade unterhalten. Entschuldigung. Ich mag dich trotzdem, weil du mir 6 Stoffe gegeben hast. You look well. Oh, danke. So, Waren ansehen. Certainly. So, Aufguss. Wiesenkräutermet. Ist das ein Feuerstein oder eine Muschel? Ich glaube, eine Muschel, oder? Also das war früher ja eine Bezahl, wie Münzen. Okay, aber ich kann nichts kaufen. Ich habe keine Muppel. Hi. I feel so adventurous staying here in Lindau. Der sieht auch ein bisschen high aus. Welcome to Ursprung. I live in Nava, but sometimes I just long for the primitive lifestyle Lindau offers. Bist du oft in Lindau? This is my first excursion out of Nava. It just feels like the right time for a dramatic adventure. Some may find the story of my journey utterly inspiring. Nothing could have prepared me for the muddy paths, the unbearable heat. I even had to eat outside. Overall, it was a dreadful experience, but I braved through it all. Okay, weder noch, also weder Muscheln noch Feuerstein. Ja, Feuerstein wäre ein bisschen dumm. Aber Mupfeln auch nicht. Das ist ja widerlich. Das klingt nach einer beschwerlichen Reise. Ich habe gerade eben so. Also ich, also du, okay, aber ich habe gerade Schiffbruch erlitten. Ja. Ach. Amateur. Nee, komm. Beschwerlich. Yes, it certainly was impressive on my part.
I so dearly wish my friends could see how adventurous I've become. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht hätte ich ja das mit der mit dem Schiffbruch. Hallo? Hallo? Vielleicht geht's da raus. Und da ist ein Buch. Jetzt verkacke ich es voll. Gut. Lindors Gebäude sind Meisterwerke der Ingenieurskunst. So schön wie... Das ist zusammengeschrieben hier, ne? Schwer zu bauen. Schwer zu bauen. Die Ideen für diese technischen Höheleistungen entspringen dem Kopf des exzentrischen Genies Azad von Tarias. Vor 5 Jahren verschwand der berühmte Architekt spurlos. Sein Aufenthaltsort ist bis heute nicht bekannt. Obwohl er weiterhin für seine Erfolge im Ingenieurswesen und der Architektur berühmt wurde, ist er in Eastshade für seine seltene genetisch bedingten Missbildungen der Gesichtsform bekannt. Ah, okay. Azad polarisiert. Manche verehren sein Genie, andere verachten seine Arroganz. Oft wird gar behauptet, dass seine notorische Berühmtheit ganz und gar seine Missbildung entstammt und seine Fähigkeiten lediglich durchschnittlich seien. Allerdings reicht es bereits. Ich muss gerade dringend auf Klo. Warte, ich speede das gerade ab. Bereits einen Streifgang durch Lindo zu machen, um zu erkennen, dass er zweifelhaft in der Lage dazu ist, etwas Volles zu schaffen. So, und jetzt gibt es noch einen kurzen Cut. Warte, ich muss kurz auf Klo. Haters gonna hate, ja. Gut, dann machen wir mal kurz Pause. Und noch ein teures Stream oder Bild vom Herde. Bis gleich.